Und damit herzlich willkommen zurück in der Apokalypse, Folge 34 mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Ich bin gerade mal in der alten Base zurück, nur gerade mal die Forges leeren. Ich habe jetzt auch gar nichts da zum Befüllen, aber das ist egal, Material haben wir genug. Jetzt nehmen wir nur gerade mal den ganzen Zement hier raus. Okay, da ist noch ein bisschen Stein drin, die lassen wir mal laufen. Bestellen nochmal Zement, hier die können wir auch nochmal anschmeißen. Und dann gibt es einen winzig kleinen Minenrundgang. Das da hinten ist nicht der Rede wert, da habe ich gar nichts gefunden, keine Vorkommen, bis auf dieses Oil Shale halt ein bisschen. Und mein Hax ist Euvanobroha, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ich hier kaum vorankomme. Hier habe ich viel mit diesen Catwalk Stairs und mit diesen Catwalk Bodenplatten hier gearbeitet. Finde das immer ziemlich cool, um die Minen auszubauen. Habe hier schon jede Menge Material abgebaut. Das dürfte Kohle gewesen sein. Genau, jede Menge davon. Kohle ohne Ende, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und Nitrat. Ich habe es ja schon erwähnt. Ich habe zwar keine Nitratmine und auch kein Vorkommen gefunden. Aber stattdessen habe ich eine Höhle entdeckt und von denen werden wir auch noch ein paar mehr finden, nehme ich an. Und dann kann man da einfach diese Stalaktiten wegkloppen und sich so das Nitrat besorgen, das passt auch. So, und hier habe ich das auch alles ein bisschen aufgehübscht mit diesen Holztreppchen. Doch ordentlich runtergebuddelt, ne? Das ist auch der Grund, warum hier keine Screamer auftauchen. Ich bin einfach viel zu weit von der Oberfläche entfernt. Aber es ging halt auch einfach ultra leicht, dadurch, dass hier also so viel von diesem Material unterwegs ist, wo man sich echt easy mit der Schaufel runterbuddeln kann. Eine fette Eisenmine habe ich nochmal entdeckt, also Eisenvorkommen, Eisenerzader. Ja, das meiste jetzt hier auch schon weggehackt, abgebaut. Ach, Inventar ist eh voll. Kann ich irgendwas scrappen? Bauernschiff kann weg. Packe ich lieber das Raw Iron ein. Ja, ihr seht, ich habe hier ziemlich Maulwurf gespielt. Hier, das war ein kompletter, fetter Batzen Eisenerz. Habe ich komplett rausgehackt. Und tatsächlich fast schon alles wieder in Spikes versenkt. Es ist zum Heulen. Der Materialverbrauch ist schon extrem hoch. Aber noch ziemlich gigantisches Vorkommen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel Eisen auf einem Platz hatte. Auf so wenig Platz quasi. Also einfach ein riesiges Vorkommen. Da werde ich noch einiges rausziehen können bei Bedarf. So, mal schauen, dass ich hier wieder rausfinde. Nope. Hier ging es, glaube ich, lang. Auch nicht. In der eigenen Mine verlaufen. So, da geht's raus. Hüpf. Und auffedern. Zieh ich mir noch schnell Antibiotika rein, damit die scheiß Infektion mal wieder weg ist. Schwing mich wieder aufs Moped und fahr zurück zur Hub City Baustelle und dann basteln wir da einfach noch ein bisschen weiter. Und da sehen wir uns da gleich. In circa 2 Ingame-Stunden. So, da wären wir. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Zur Mittagszeit erst angekommen. Ihr wisst ja, wie es ist. Bis man da mal loskommt, dann erstmal doch hier direkt mal Meat Stew. Endlich mal wieder gesättigt. Und ich habe einfach schon mal Zeug eingepackt. Und habe hier ein paar Sachen rüber transportiert. Zeug für die Farm. Hier ein bisschen Zeug, damit ich mir eine Forge bauen kann. Bisschen Essen, Trinken etc. Warum ich den Honig mitgenommen habe, ich habe keine Ahnung. Aber egal. Wie sieht es denn Spikes-mäßig aus? Da habe ich jetzt gar nichts mehr. Also bis auf die paar Woodlock-Spikes. Okay, dann setzen wir die auf jeden Fall nochmal. Und was ich gern noch machen würde, hier draußen, das den Rahmen einfach noch komplettieren. Ist mir doch ein bisschen ein Dorn im Auge, wenn das hier alles aus Woodframes besteht. Hopsa! Hat wohl jemand meinen Graben austesten.
Materialprüfungsamt. Oder die Bauaufsicht, ich weiß es nicht. Gut. Die geliebten Reba-Frames. Kann ich doch auch eigentlich in der Zwischenzeit... Was mache ich denn? Pass auf, ich kann auch einfach von denen nochmal eine Reihe unten rumziehen und ich muss die ja nicht direkt komplett aufwerten. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass die ersten ein bis zwei Reihen möglichst maximal aufgewertet sind. Und den Rest können wir fürs Erste auch erstmal mit den hölzernen Spikes machen. Und wenn es mir bis zur Horde noch gelingt, genügend Holz zu fällen, könnte ich hier oben halt alles mit den dünnen Spikes einmal außenrum. Fände ich jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ah, der Beinbruch ist auch weg. Sehr gut. Das geht ja gleich wieder deutlich besser. Ahahaha. Nicht gleich wieder abstürzen, bitte. So. Okay. So. Dann kriegen die auch noch ein Upgrade. Ja, übrigens, mittlerweile hat Mad Mole ja wieder einige Videos rausgehauen. Wem das nix sagt, das ist einer der Hauptentwickler, sage ich jetzt mal, von Funpimps. Und der macht regelmäßig so kleine Vorschau-Videos, was denn uns Spieler in der Alpha 16 erwarten wird. Und ich habe da jetzt, ich muss es mir noch in Ruhe anschauen, ich habe es nur überflogen in der Arbeit vorhin. Die scheinen ja irgendwelche ganz fiesen Mutanten in Planung zu haben. Also ich habe dann so eine Concept Art Bildchen, Zeichnung gesehen von einem Behemoth Mutant Zombie. Also so ein richtig fieses Teil. Und die hatten auch daneben quasi einen Spieler in Relation gesetzt, damit man die Größenverhältnisse erkennen kann. Und dieser Behemoth oder wie auch immer der heißt, der scheint ja wirklich irgendwie um die 4-5 Meter hoch zu werden. So, also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen over the top ist. Muss, wird man dann sehen. Und, aber ich weiß auch nicht, ob das schon für die Alpha 16 geplant ist. Naja, wahrscheinlich schon, wenn es in einem Alpha 16 Video kommt. Vielleicht war es aber auch nur ein Ausblick. Also ich konnte es mir nicht mit Ton anschauen. Das muss ich jetzt dann nochmal nachholen. Aber geil finde ich schon. Also bin schon Freund von ein bisschen mehr Abwechslung in den Zombie-Reihen. Und solange die Dinger nicht komplett overpowered sind, stelle ich mir das schon ganz geil vor. So, hüpft man gerade mal in den Graben. Vorsichtig. So, hier unter der Zugbrücke, das möchte ich natürlich noch ausbessern hier. So. Und so. Aber schöne Sache mit diesem Mutanten-Zombie. Gefällt mir gut, die Idee. Solange das alles irgendwie schön ausbalanciert ist, bin ich dafür jeden Scheiß zu haben. Da wird mir das Metall jetzt nicht reichen, um das komplett aufzuwerten, aber das will ich jetzt auch eigentlich noch gar nicht. Wie gesagt, erstmal die ersten zwei Reihen. So, das hat sich bewährt in der Vergangenheit. Und dann sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Okay, die Seite grabe ich jetzt gerade nochmal komplett weg. So. Und dann setzen wir noch die letzten Spikes hier hin.
Dann haben wir drei Reihen für die Horde. Vielleicht schaffe ich noch eine vierte zeitlich. Mal schauen, aber drei ist auch eigentlich schon echt mehr als genug. Was hat der Typ von der Bauaufsicht eigentlich dabei? Nichts. Das ist ja wunderbar. Okay. Dann hier arbeiten wir wieder mit Flexstone Blocks. Wie gesagt, die sind einfach günstig und ich finde, von der Optik her passt das schon. Halt ähnlich wie die Cobblestones. Und für den Boden hier und für die äußere Verschalung genügt das allemal. Kommen wir da schön einmal außen rum. Wie mache ich das denn hier? Einfach mal temporär hier noch so ein Brückchen drüber. Und dann passt das schon. Okay. Erstmal aufwerten. Ich glaube tatsächlich bis zur ersten Eisenstufe. Gehen wir noch einmal außen rum. Und das erspare ich euch. So, fast erledigt. Und ihr seht schon, es ist auch schon fast wieder ein kompletter Ingame-Tag vorbei. Und gar nicht viel geschafft. Tja, ja. Damals, als noch keine Apokalypse war und ich meinen Bürojob noch hatte, würde ich jetzt um Punkt 17 Uhr meinen Schreibtisch verlassen, meinen Kugelschreiber fallen lassen und nach Hause fahren. Hier kann ich das natürlich nicht bringen. Nee, ganz im Ernst, also das mit der Schneiderei gefällt mir auch übrigens immer gut. Also ich meine, das Video zusammenschnippeln, man kriegt einfach mehr Content in eine Folge. Das ist, ich finde es sonst echt ultra schwierig, wenn man nichts schneidet, in eine knapp 20-minütige Folge irgendwie Abwechslung reinzukriegen, weil, also man kann halt auf Loot-Tour gehen, das ist noch einigermaßen spannend. Aber dieses ganze Gebastel und gerade in einem Spiel wie Seven Days to Die, wo man einfach so wahnsinnig viel grinden und aufwerten muss und craften und looten gehen etc. Also ich meine, da ist es halt einfach ultra schwierig, wenn man das ungeschnitten raushaut. Fast nicht machbar in meinen Augen. Außer man zockt natürlich Multiplayer, dann ergibt sich das immer ganz anders noch. So, jetzt schauen wir mal. Ah. Die sind natürlich teuer, aber ich möchte es einmal sehen, wie es aussähe, wenn ich hier außen Spikes rumsetze, diese Small Spikes. Vielleicht sogar noch eins vor die Mauer, also einfach so einen ersten Wellenbrecher für die Horde hätte ich schon noch ganz gerne, aber das wird, glaube ich, knapp. Naja, wobei, also, also Bäumchen sind halt schnell gefällt mit der Steel Pickaxe. Ich werde es mal versuchen. Ja, es wäre schon geil hier einmal außenrum. Die sehen halt auch einfach badass aus, die Dinger. Ich finde die richtig cool. Ja, und dann vielleicht tatsächlich auf diese Umrandung halt direkt den Stahldraht setzen. Damit die quasi, wenn sie von hier kommen, in die Spikes reinlaufen, Schaden nehmen. Und weil hier der Stahldraht steht, dürften sie erstmal nicht weiterkommen. Also das ist schon, wie gesagt, so als erster Wellenbrecher, glaube ich, ist das eine ganz coole Nummer. So, was gibt's noch zu tun? Vier Fackeln, das ist natürlich mager. Aber die packe ich jetzt einfach mal an jede Ecke eine. Ein bisschen Illumination dann so bei Nacht fände ich schon ganz cool. Vielleicht hier auf die Innenseite. Ich muss sowieso nochmal jagen gehen demnächst. Fleisch habe ich jetzt gar keins mehr. Und dann ergibt sich das Animal Fat ja sowieso auch von alleine. Und vielleicht auch direkt schon mal eine erste Forge hier hinstellen, dass ich hier ein bisschen einsatzbereit bin. Habe ich dann die Materialien? Ich glaube, ich habe alles mitgenommen für eine Forge. Stein habe ich schon auf Tasche. Wo habe ich es denn hingeschmissen? Das brauche ich. Das brauche ich. Da müsste ich doch schon Bellows machen können. Und
Forge, da brauche ich Clay fehlt noch. Clay, 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 sehr gut, alles da. Cool, cool. Vielleicht nochmal die Tür schließen. Wie sieht das denn hier eigentlich aus? Okay, also ich habe hier... Vielleicht stecke ich mir das hier auch schon mal grob ab, damit ich weiß, wo der innere Bereich dann sein wird. Es wird natürlich ganz schön eng in dieser Base werden, das ist schon mal klar. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit dem Minibike mache. Das soll ja schon auch irgendwie einen netten Parkplatz kriegen. Auch ein bisschen doof geworden. Am liebsten natürlich auch schon so eine kleine Garage. Ich meine, wir haben ja das Garagentor mittlerweile verfügbar im Game. Oder ich mache nochmal irgendwo separat eine Tiefgarageneinfahrt. So von der Richtung kommen vielleicht und das Ganze dann hier mit so einer Rampe, wie ich es hier draußen habe, also die nicht ganz so steil ist. Könnte mir vielleicht auch ganz gut gefallen. Und irgendwo habe ich auch schon öfter mal so ein Bild gesehen. Man kann offenbar mit den Minibikes durch die Pillars durch. Also genauso wie ich sie hier unten habe. Mit diesem Abstand eben die 50 Pillars hier unten. Und da kann man scheinbar tatsächlich mit dem Minibike zwischendurch fahren. Also ich habe selber noch nicht getestet, aber ich habe einige Videos gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das immer noch der Fall ist. Und das ist halt natürlich schon auch irgendwie ganz geil. Kommt dir halt keine Sau hinterher. Ah, ich bin ja ein Idiot. Naja. Wir haben es ja. Gut, Bellows ist fertig. Ja, das muss ich mir noch überlegen, wie ich die Innenseite hier... Mach, von hier komme ich ja jetzt sowieso nicht mehr rein. Das war jetzt auch nicht so schlau. Da muss ich wahrscheinlich irgendwo nochmal was raushacken. Ich hätte aber auch gerne einen Zugang von hier oben. Ich meine, die Kisten sind natürlich auch temporär. Das könnte ich mir aber fürs Erste zumindest schon mal hier noch einen Zugang in die Innenseite der Base machen. Und stell dann da unten gerade schon mal die Forge auf. Okay, ich buddel mich hier gerade mal runter. Das muss ich auch eigentlich nicht rausschneiden. Das geht ja schnell. Bestell mir schon mal eine Holzleiter. Auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? Upf. Okay, müsste passen. Genau so. Dann bin ich zumindest auf derselben Höhe wie der Graben draußen. Beziehungsweise der... Der Kampfgraben, nenne ich es jetzt mal. So, hier hätte ich gerne aber wieder Rebar. So. Gut. Das war natürlich sehr schlau. So, so, so. Zack. Genau, eine fehlt natürlich. Okay. Ich muss mir aber noch Gedanken machen, wie ich das konkret aussehen lassen möchte, das Ganze. Aber ich denke mal, eine Werkstatt würde ich fast noch tiefer setzen. Ein bisschen tiefer. Nicht so tief, dass ich wieder keine Screamer bekomme. Aber halt schon ein bisschen sicherer. Und vielleicht also hier unter dem Ding einfach einen Raum, so eine Art Panic Room einfach machen. Wo ich ein bisschen Storage habe, wo ich... bisschen Munition lagern, Pannen, Reparaturmaterialien etc. Solche Dinge halt. Und vielleicht eine kleine Küche schon mal, wäre vielleicht auch nicht so doof. Und aber der Rest, den werde ich dann hier ein bisschen tiefer legen. Werkstatt, Wohnbereich. Irgendwie so eine kleine Schlafkammer hätte ich, glaube ich, auch noch ganz gern.
Aber das hat natürlich alles Zeit, diese ganzen Schönbauersachen. Na schön, dann soll es das auch gewesen sein für die Folge. Ich verliere auch total den Überblick, wie lang die Folgen eigentlich werden, wenn ich das aus einzelnen Stücken zusammenbastel jetzt mittlerweile. Das ist wahrscheinlich einfach alles noch ein bisschen Übungssache. Wenn es euch gefallen hat, wie denn auch sei, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Es wird der Tag der Horde werden. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adieu.